We have successfully entered the open desert and are safe, for now. Before leaving, we received this Gaussian transmission. Attention, Kithid of the North. I am Kagan, of the Kiith Gaalsien, servant of the mighty Khald Suruk. For generations, you have violated the first commandment of our Creator by entering into space. You seek the stars. Now you invade our lands for the second time. Diplomacy has failed. We can tolerate this no longer. The suffering of this war will be nothing compared to the wrath of Sajuuk. Long live the people of Kharak. We are now behind enemy lines. A Sajet lander carrying with it our sensors manager will rendezvous with us at the Boneyard, a salvage facility to the east. At the Boneyard, we will install the sensors manager, gather additional resources and expedition vehicles before moving out and proceeding to our designated target. The fate of the expedition, and possibly the North itself, now rests on us. Boneyard Control, this is the Kapisi. Request immediate clearance to dock. Copy, Kapisi. We've been waiting for your arrival. You're cleared to dock. Cruiser standing by. Boneyard Epsilon Lander 607 is wheels down and prepping cargo for unload. Roger that. Lowering module. Contact. Releasing clamps. Sensors manager coming online. Yeah. Kapisi's desert refit is underway. While that happens, we need to gather as many resources as possible and reactivate retired units to bolster our fleet. Intelligence indicates Gaussian forces are inbound on our location. We don't have long before they arrive. Rachel, you and the support cruiser need to reactivate the decommissioned units using your repair beams. Copy that, Intel. That unit is down. Get it back up and Control Group 1 designated. Kapisi, go ahead. The storm to the south is growing in intensity and has turned our way. Awaiting orders. Kapisi reading. Light attack vehicle online. Confirmed. Push up to that point. So, zweite Mission. Wie man gemerkt hat, wir sind auf dem Friedhof. Hier gibt es relativ viele alte Fahrzeuge, die wir reparieren können. Da sehen wir zum Beispiel, dass unser Begleitkreuzer kann auch Fahrzeuge reparieren. Das sind immer diese blauen Strahlen. Und wir sollen halt Rohstoffe aufsammeln. Und das Schönste ist, wir haben jetzt so eine Sensoreinheit auf unseren Trigger bekommen. Dadurch haben wir jetzt diese, ja, sehr von Homeworld 1 und 2 inspirierte Radarübersicht bekommen, die auch dieselben Töne benutzen. Und wenn ihr diese Sequenz und so weiter hier kommen, das ist ja auch immer alles mit den gleichen Soundeffekten, die man aus Homeworld kennt. Also die haben auf jeden Fall sehr auf den Nostalgiefaktor gesetzt. Rendezvous with her and continue on with the expedition at all costs. Additional groups of contacts detected and closing in. Perimeter turrets engaging enemy units. Keep those Gaussian forces away from the Kapisi and continue to gather resources and units until departure. Be advised, Class 5 sandstorm detected on approach. 1 designated, Fleet Group 1 assigned. So, in 10 Minuten kommt ein Sturm. Bis dahin sollten wir erstmal safe werden. Beziehungsweise müssen Einheiten abwehren, beziehungsweise wir werden auch angegriffen von Feinden. Wir sehen, auf der Landebahn sind welche, aber auch hier über die Dünen hüpfen gerade welche. Op ready. Fleet Group 1 assigned. Ready! Return fire! Clear out! Hit it! A turret is under fire. This is Rachel, go ahead. Reading! Reposition! On our way. Hostile strike craft down. Control Group 1 designated. The Gaussian attacks will continue. We require additional forces. We do not have a sufficient number of LAVs. Collect more CUs and build more LAVs immediately. Displacing now. Go for Kapisi. Das mache ich schon. Friendly interceptors crossing our airspace. Check your fire. Acknowledged. We're up and running. Ja, da kommen übrigens freundliche Flugzeuge. Control Group 1 designated. Reading you, just when we are getting comfortable. Reading you, Command. Copy. We're on the way. Armor copies. Ready. Let's move. Reroute powered engines. Ready. Fleet Group 1 assigned. Set. Strike confirmed. Inbound friendly contacts detected. Possible survivors from Epsilon or nearby bases. I hope they make it. We're gonna need all the help we can get. Responding. Hostile light attack vehicle visually authenticated. Armor vehicle taking effective fire. Allied armor assault vehicles entering your area. Taking hits. We need immediate assistance. Be advised. Allied armored assault vehicles are deploying smoke screens to break enemy line of sight. Ja, das ist die Spezialfähigkeit von den anderen Einheiten. Green Line confirmed. On our way. Strike craft destroyed. Fleet Group 2 assigned. Ach, die kommen von da. Ich dachte, die kommen von rechts. So, ihr dahin. Hier die gepanzerten Angriffsfahrzeuge. So, beschleunigt mal. Mit R haben die sowas wie einen Booster. Du musst aufpassen, weil das hier ist eine schwere Railgun. Move order confirmed. Copy. Target set. Gaussian heavy railgun spotted. It will have difficulty targeting our units at short range. Our LAV's inherent speed and quick boost ability will allow them to close on enemy units quickly. Use this to gain the advantage. Oh, ich habe aus Versehen die Erntemaschine mit reingenommen. Allied units acquired. The more we save, the stronger we'll be as we enter the desert. Warning. Storm front arrival in approximately 7 minutes. Confirmed. A second flight of friendly interceptors is passing through. Keep your crosshairs low. Pattern full speed. Coordinates confirmed. Move order confirmed. So, greift ihn an. So, meine gepanzerten Angriffsfahrzeuge sind denen hier auf jeden Fall stark überlegen. Oder kommen noch mehr von der anderen Seite? Ja, wir können die Triebwerke aufrüsten, dadurch wird die LAF-Geschwindigkeit erhöht. Von den kleinen hier. It's a straight shot. Light attack vehicle enhancements online. Green line confirmed. Move it. Ready. Display. Receiving. Cruiser ready. Ganz cool, Kleiner. Go. Moving. Enemy contacts on the board. Cameron, get us over there. Confirmed. Eyes on hostile railgun. Reading. A turret is under fire. Deploy smoke screen. Reading. Geht an die Railgun ran. Beziehungsweise, wie ihr vorhin gesagt habt, wir können halt mit dem Smoke die Sichtlinie sperren. Da haben die Railgun. Übrigens, das ist keine Plus, das ist ein Rangaufstieg für die Einheit. Also es gibt es auch genauso wie bei den früheren Homebird-Teilen, dass Schiffe halt auch besser werden mit der Zeit. Hier natürlich Fahrzeuge oder die Einheiten. Weg, weg, weg. Ich will keinen verlieren. Oder kommen auch noch mehr? Ist auch schön, dass die ganzen Geschütze sich bewegen. Ein Traum. Salvage Depot, Allied Light Patrol Group. We are inbound on your location. Gaussian sand skimmers in pursuit. Request immediate support. Order the Allied light attack vehicles to use their quick boost ability to escape the pursuing Gaussian. Go, go! Full speed! Receiving. Overdrive, punch it! Ja. Green line confirmed. Op ready. So, damit haben wir die auch gerettet. Coordinates confirmed. Tut mir leid, ich kann mir den Namen der Feinde nicht merken. Also beziehungsweise zurzeit nicht. Die Galliet irgendwas. Stormfront arrival in approximately 3 minutes. We're running out of time. Group 1 assigned. Systems online. Fleet Group 2 assigned. Strike confirms. Cruiser reading. Moving out. Ich finde auch schön, dass halt die Farbgebung der Fahrzeuge und das Design erinnert einfach voll an Homeworld. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht, wie könnten Fahrzeuge aussehen, die von derselben Rasse, von denselben Leuten entwickelt wurden, designt. Oh, da kommen noch mehr. So, die Armored werden da nicht hinkommen schnell genug. Orders! Op ready. Coordinates confirmed. Orders received. Hostile strike craft down. Unit secured. Keep the speed up. So, knallt die ab. Oh, ich habe auch noch mehr Feinde mitgebracht. Boneyard staff transferring aboard. Opened up. Receiving. It's a straight shot. Go. Coordinates confirmed. Clear out. Hit it. Green line confirmed. Orders! Point set! Reading for orders, clear. Ready! Moving! Punch it! Receiving! Reading! Reading. Green line confirmed. Support cruiser under attack. Immediate fire support on that position. Reading. Control group 2 ready. Designated. Control Group 1 designated. Kapisi is ready for immediate egress. Ground units. Vorsicht, da ist noch eine Raygun. Ah, die holen wir uns. Engage that railgun. Run circles around them. Enemy light attack. Stormfront arrival in 1 minute. All crews, prepare the Kapisi to move out. Give me a smoke screen and be ready. Coordinates confirmed. Copy. Armored vehicle is taking fire. Move enemy railgun firing on friendly. Green line sentry post taking fire. On our way. Übrigens, Rachel hält echt viel aus. Taking effective fire. Reading for order. All out. Strike craft destroyed. Move it. Unknown. Oh nein, ich verliere eine Einheit. Point set. Alert. LAV down. Clear out. Hit it. Armor, go ahead. Orders. Fire smoke on marked position. Reading. Ready. So, jetzt habe ich die voll ins Kreuzfeuer genommen. Reading. Und die receiving. Deploy smoke. Armor confirms. Strike copies. Green line confirmed. Es ist vorbei, der Sturm kommt. Punch it. Getting close. Armor ready. Op ready. Hammer it. Get us over there. Armor, go ahead. On our way. Na, anscheinend muss ich noch alle töten vorher. Scheiße, jetzt habe ich einen verloren. Alert, light attack vehicle destroyed. On our way. Light attack vehicle is under fire. Go for orders. Go, go! Orders! Ready. Fire smoke screen. Hostile strike craft down and be ready. Receiving. We got something on the horizon. Waiting for eyes on to authenticate. Ready. Armor vehicle taking effective fire. Keep the speed. Hostile railguns opened up. Heading set. Na komm, spreng die weg. Underway. Deploy smoke at designated target. Fire covering smoke. Move. Clear out. Hit it. Armored vehicle has been destroyed. Reading. Coordinates confirmed. Reading. Move order confirmed. Ready. Green line confirmed. On our way. Punch it. We gotta go. Genau, gib mal Stoff. Fire. Keep moving. Da sehen wir übrigens auch die Bonussachen, die wir kriegen. Umso besser die werden. Plus 1 Panzerung, 4 Panzerung, plus 150% Waffenschaden auf dem höchsten Rang. Also es lohnt sich wirklich, die Einheiten zu schützen und zu halten. Windspeed in excess of 300 km/h. Copy that. Engaging full shutters. Expect impact on my mark in 3, 2, 1. Mark. Personal log. Intelligence officer Nathan Saget. Expedition carrier Kapisi. Personal log. Intelligence officer Nathan Saget. Expedition carrier Kapisi. To the north, Gaussian forces are laying siege to our homes. There's no going back. The expedition must carry on. It's hard to believe it's been 4 years since our satellites detected the Jiraki object. That massive anomaly deep in the uncharted desert. Its energy readings rivaling our planet's sun. Rachel thinks it could be the source of the new Gaussian technology. Only time will tell. Ja, so viel zu den ersten beiden Missionen von Homeworld, dem neuen Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sollte jetzt gerade eben noch live streamen, und zwar auch Homeworld. Wenn ihr Lust habt, schaut bei Hitbox vorbei, da werden wir auch ein paar weitere Missionen dann heute noch spielen. Dementsprechend, ob ich jetzt überhaupt schon online bin, wenn 19:30 Uhr schon durch ist. Wenn ihr das Video natürlich erst ein paar Tage später gesehen habt, Pech, dann haben wir den Stream nämlich schon gehabt, und dann sehen wir uns vielleicht in anderen LPs wieder, oder ihr verfolgt jetzt einfach das, was auf YouTube noch die Tage kommt. In dem Sinne, bis dahin, ciao, euer Doc.